da jetzt reinzugehen. Und dann geht's noch wieder hoch. Oh oh. Ah ja, tauchen. Low Headroom. Das ist der Bruder von Max Headroom. So, und get down. Schwimmen. Da, eine tote Leiche. Und eine Treppe, eine Leiter. Fuck! More bodies out there. Jesus. Jesus. Okay. Lalalala. Zu den Pontons. 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 Was auch immer das bedeuten mag. Es wird seine Daseinsberechtigung auf dieser Bohrinsel haben. Bin ich mir sicher. Okay. Wow. Das hat gerade übel geknackt im Dach. So. La 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 la. Christ, creepy as fuck down here. Ach was, das ist doch nicht creepy. Gehen wir mal rein ins Water. Oh, ich dachte, da kommt jetzt... Ah, noch mehr Leichen. Da hat wohl jemand geleicht. Okay. Ist vielleicht doch ein bisschen creepy. Wenn man sich in seiner Situation befindet. Vor allem bei solchen Geräuschen, Alter. Fuck, fuck. Da kommt doch bestimmt gleich wieder. Oh. Oh, Alter, schnell. Ah. Was? Was? Okay, ich werde trinken. Den Dingern. Ah ja. Ja? Und. Da stand doch aber was mit Space. Oh, hab's trotzdem geschafft. So, raus aus dem Water hier. Das ist ja bäh. Alter, wer baut denn sowas? Das muss ich da ganz außen rum. Oh oh, ich glaube, da kommt Wasser. Und wir gehen mal da runter. Danger to life. Fuck. Oh. Ja. Gehen wir doch hier lang. Ist ja viel einfacher. Was ist das denn eigentlich? Ah. Okay. Dann muss ich da jetzt doch durchtauchen. Oh man.
Hui. Oh, oh. Holy fuck. Komm, komm, komm. Du schaffst es, du schaffst es. Ah, easy. Easy. Die haben gedacht, die können mir Angst anjagen. Oh. Okay. Wohin? Boah, wohin, Alter? Da. Wow, wow. Komm. Du sollst greifen. Hoch, Alter. Oh, fuck, Alter. Jetzt wird's blöd. Da lang. Komm, schneller, schneller, schneller. Da. Gleich bin ich tot. Wohin? 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 Da lang. Da geht's nicht weiter. Nein. Oh, fuck, Alter. Gleich bin ich tot. Alter, warum schwimmst du nicht schneller? Das kann doch jedes kleine Kind. Komm. Komm. Boah. Und so begann er ohne Luft zu atmen. Ja, siehst du mal, ne? Aber, wie gesagt, es ist ein Erfolg, da zu ertrinken. Hätte ich mal machen sollen, aber dann, ne. Scheiß auf den Erfolg. Jetzt muss ich da alles nochmal durchschwimmen wahrscheinlich. Da muss er nicht sein, ne? Hier. Prost. Check den Shop. Ah. More training. He's done the other one. Okay. Ich hab nichts von Tauchen gesagt, Digga. So. Ja, komm. Mach doch auf. Keine Hunde. Ah. Sag doch gleich. Toll, jetzt können wir hier im Dunkeln. Rumschwimmen. Hoch, 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 hoch. Oh, wo ist oben? Da ist oben. Alter. Ja, was? Das ist doch eindeutig hier ein Durchgang. Nee. Oh, fuck. Dann werden wir wohl tauchen müssen, ne? Gucken, ob wir da unten einen Ausgang finden. Hier haben wir nichts übersehen, oder? Nee. Oh, tschüss. Ah, look at this. Sogar der Kantenmaler ist hier lang getaucht. Na, guck. Kannst du auch erfrieren? Oh, das... Glaube ich nicht, ne. Weiß ich nicht. Jetzt ist dunkel. Scare Jump vorprogrammiert. Oh ne. Christ. Fuck. Oil. Uiuiuiui. Boah, hier geht's aber ab.
Das war jetzt alles viel spannender, viel nervenaufreibender als das Spiel bisher. Und es war gut bisher. Nein, da ist wieder jemand, der uns nicht leiden kann. Hallo? Hallo, hallo. Oh. Ist das etwa die Kapelle von der Titanic? Is that you? Oh nein, Alter. Ja, aber ich kann nicht away gehen. Ich muss hier lang. Was machen die mit dir, mein Junge? Oh Mann. Oh Mann, wo haben die? Go and fetch Mary. You can hear me, can you? You understand me? Fuck, Jesus. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Okay. Ja, ich fliehe ja schon. Ich fliehe ja schon weg. I ever gotta get the fuck out of here. Das sah gesund aus, wie so ein Aderlass. Ja, aktiviere die zweite Winde, okay. Mach ich. Okay, there it is. Get this fucking over with. So. Wenn wir da fliegt die Sicherung raus oder so? Armerlass trifft es eher. Oh ja. Gebe ich dir recht. Oh, es funktioniert. Get around in just yet. Junge, Junge. Aber auch voll das geile Level-Design und so, ne? Also wer auch immer das Spiel gemacht hat, man hätte mal gucken müssen. Hat sich wirklich Mühe gegeben, ne? Ob das eine Falle war, diese Stimme, dass ich da hochkommen soll? Weil irgendwie sieht es da oben nicht so einladend aus. Meine Meinung. Oh, Musik. Ist das der Schluss? Also zeitlich wird's passen, aber dann hätte ich zum allerersten Mal die Zeit gebraucht, die vorgegeben ist. Normal brauche ich länger. Okay. Wir sind verdammt weit oben. Warum ist sie gelb? Nee, da ist nichts. Das täuscht. So, Achtung. Wir werden gerettet. Oder? Nee. Erfolg. Geh nicht ins Licht. Da war tatsächlich ein Erfolg.
Was war das? Begib dich nach oben und fliehe aus dem Ponton. Jesus. Jetzt ist auch noch dunkel draußen. Die ganze Zeit war hell. Toll, ausschalten konnte ich das eine Grundig-Gerät. Einschalten kann ich es nicht. Oh oh, ich nehme meinen Helm mit. Nee, geht nicht. Okay, das ist ein gutes Zeichen. I need to get warm. Jesus. Ja, dem ist kalt. Hast recht gehabt, Toffel. Der kann doch frieren. Oh, erstmal ein Buch lesen. Warme Gedanken machen. Die Schleppnetzfischer aus dem Band 12 Gedichte von der Küste von Craig Henry Campbell 1893 bis 1975. Jenseits der Eissturmvogelschwärme stehen pechschwarze Klippen eng an eng und trotzen der eisigen Gischt. Von hier aus ziehen die gelben Lichter der Trawler ewige Kreise, bis sie verglühen. Durch die bleischwere Stille der Winternacht hält nur das leise Klagelied der Wellen. Die alte Beira oder Beira, keine Ahnung, hat die Pinne fest im Griff. Ächzendes Holz und geschundenes Metall unter ihren Füßen zeugen von zahlreichen Schlachten gegen die Fluten. Die Morgenwache blickt auf das Meer, wo Seeschwalben in den Himmel stieben und ihre Schützlinge unter dicken grauen Decken schlummern, die nach Heimat duften. Wir vermissen unsere Liebsten nicht, auch wenn Wellen gegen den Bug hämmern, während wir schlafen und Väterchen Frost wollgraue Wolken zu tosenden Stürmen rafft. Die stille Tiefe behält uns im Blick, doch wir blicken unerschrocken zurück. Duschen und dann Schichtende, jawollo. Ja, aber dem ist kalt. Kann ich hier irgendwie was... Guck mal, Handschuhe. Dicker. Oh, hallo. Was spielen die denn da? Strip Monopoly. Okay, ne, dann kann ich hier jetzt nichts anziehen. Warum kann ich ins Telefon? Jesus. Ja, dann. Guck mal, hier ist auch was. Nö, okay. Ja, Digga. Ach, steht hier wieder so ein Heiz. Teil. Ah, hier. Stimmt, das hatten wir ja am Anfang schon. Erstmal aufwärmen. Out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Okay. Wir bleiben Roy. Hey Roy, hier ist Siegfried. Where's Roy, my tiger? For fuck's sake. Sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Kaz? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but... Well, didn't it work out well for him or the bird? Bloody hell, Kaz. Is anyone alive? Aye, I saw Finlay. We had to get the jennies on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. I'm glad you've not been alone out there. Those two are all right. I saw O'Connor. He's one of these things, but I thought... Oh, fuck, I don't know what I thought, but... Whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's all right. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right as rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. You saw this rig out? And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Kaz? Hi. Okay. Sorry, das war's wohl noch nicht. Will you make it to the cabins, all right? Yeah, I'm on my way now. You
for you, mate. Remember, Jesus loves you, Kaz. Ja, genau. Und ich liebe Käse. Jesus. Efters. Jesus. So, raus hier.